Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute möchte ich euch gerne ein paar Hype-Produkte zeigen und Alternativen dazu. Also es ist kein klassisches Dupes-Video, jetzt kann ich es ja sagen, denn es sind wie gesagt keine Dupes, sondern es sind wirklich Alternativen in der Hinsicht, dass die Hype-Produkte ja nicht bei allen gleichermaßen funktionieren und ich euch gerne ein paar Produkte zeigen wollte, die etwas abgeändert sind zu den Hype-Produkten beziehungsweise ähnlich vielleicht wirken, aber eine andere Farbnuance noch mit drin haben oder so und demnach für diejenigen funktionieren, die mit den anderen Hype-Produkten eben nicht zurechtkommen. Ich hoffe, ihr werdet es gleich verstehen. Es ist so ein kleines neues Format, was ich mir hier ausgedacht habe. Es wäre natürlich schön, wenn es euch helfen kann. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Wir starten mit diesen beiden Produkten. Das sind Liquid Blushes von Maybelline unter anderem. Also das ist das Hype-Produkt, was bestimmt einige von euch auch kennen. Das ist dieser Cheek Heat Liquid Blush bzw. eine Gelcreme. Ich habe jetzt hier die Farbe 20, ein Rosé Ton. Und das ist ein Liquid Blush von Hypoallergenic, der vor kurzem neu rausgekommen ist. Ich habe ihn euch auf Instagram gezeigt. Den kann man unter anderem beim Müller kaufen. Auch online ist er erhältlich. Und wie gesagt, ich denke, dass das eine schöne Alternative für diejenigen ist, die mit diesem hier nicht klarkommen, weil der ihnen zu fleckig wird. Ich zeige euch mal kurz die Konsistenzen. Denn Maybelline hat eben so eine sehr, sehr tatsächlich gelig-cremige Konsistenz. Der wirkt auf den ersten Blick richtig gut pigmentiert, lässt sich auch erstmal so gut verteilen. Aber sobald es ein bisschen antrocknet, sieht man, dass manche Stellen einfach besser bedeckt sind als andere und dann ja so kleine Lücken in der Farbe entstehen und das Ganze ein bisschen fleckig aussieht. Der hier von Hypoallergenic, der hat auf den ersten Blick eine andere Farbe. Also es ist ein sehr, sehr rosiger Ton, auch deutlich matter zunächst. Aber wenn man den dann verteilt, sieht man, dass der einfach noch stärker pigmentiert ist und kaum Platz für diese Flecken und Lücken lässt. Also das ist ein Produkt, den man auch trotzdem gut verblenden kann und der dabei aber wie gesagt, sehr, sehr einheitlich bleibt und auch dennoch stark pigmentiert ist. Das Einzige, was vielleicht ist, ist, dass der von Maybelline natürlich in mehreren Farbnuancen erhältlich ist. Den von Hypoallergenic gibt es bisher nur in dieser Farbe. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich euch vor einiger Zeit mal diese Hourglass-Palette gezeigt habe. Das ist eine Puder-Highlighter-Palette. Ich sage dazu gleich nochmal was. Wenn die bei euch auch nicht funktionieren sollte, wie bei mir, dann kann ich euch diese Highlighter-Palette von Revolution sehr ans Herz legen. Ich komme nochmal kurz auf die Hourglass-Palette zu sprechen. Da schreiben mir einige immer wieder, dass ich die falsch verstehe, weil es eine Puderpalette ist und keine Highlighterpalette. Wie gesagt, hier hinten steht ganz klar drauf, dass sie auch zum Highlighten geeignet ist. Ich hatte mir das online einmal durchgelesen, dass es zum Highlighten auch gedacht ist. Und auf der Außenverpackung oder so stand es auch drauf. Also das habe ich mir nicht eingebildet. Es sollen tatsächlich Highlighter sein. Aber sie funktionieren natürlich auch als Puder, um sie, wie gesagt, großflächig aufs Gesicht aufzutragen und so einen leichten Glow auf der Haut zu erzeugen. Allerdings haben diese Puder alle eine enorm schwache Pigmentierung in der Hinsicht, dass sie nicht schimmern, nicht stark glänzen. Wenn man natürlich die auf dem ganzen Gesicht anwenden möchte, ist das sinnvoll und verständlich. Als Highlighter-Nuancen funktionieren sie so allerdings, wie gesagt, gar nicht. Ich kann sie euch hier einmal kurz nochmal swatchen oder hier einmal so aufgetragen zeigen. Ich weiß nicht mal, ob ihr das so richtig erkennt. Also hier sieht es sehr viel matter aus als pudrig. Man erkennt so leichte Schimmernuancen, Schimmerpartikel, aber so richtig, wie gesagt, kommen die nicht zum Vorschein. Jetzt vielleicht hier im Licht sieht man es etwas besser. Und diese Alternative von Revolution, die enthält wirklich richtig schöne Highlighterfarben, die deutlich stärker schimmern, aber auch nicht zu stark glitzern. Die wurde mir von euch auch mal empfohlen. Ich zeige euch die auch nochmal aufgetragen. Vielleicht seht ihr auch am Anfang, dass es, na doch, da sieht man schon einen Unterschied. Das ist noch kein großer Unterschied, das wollte ich sagen. Und jetzt trage ich die hier einmal darunter auf. Und da sieht man dann aber doch stärkere Schimmer- und Glitzerpartikel zum Vorschein kommen. Es sind ja auch ähnliche Farben enthalten. Vielleicht könnt ihr auch das sehen. Wie gesagt, Farben, die vielleicht noch ein bisschen eher als Highlighter dann auch funktionieren. Ich habe natürlich jetzt schon Highlighter drauf, aber gehe einfach nochmal in eine Farbe und verstärke den nochmal. Dann seht ihr vielleicht auch, wie schön das aussehen kann. Also ich bin ja generell ein großer Fan von Revolution-Produkt. In der Regel gut pigmentiert, mit schönen Schimmerpartikeln versetzt, egal ob Lidschatten oder jetzt auch Highlighter. Auch die Blush- und Bronzer-Produkte sind wirklich schön und deshalb hoffe ich, dass das für den einen oder die andere von euch vielleicht eine schöne Alternative hierzu ist. Das hier sind zwei Niacinamide-Serien. Einmal von Paula's Choice, wie gesagt auch ein sehr gehyptes Produkt, allerdings auch enorm teuer, wie ich finde. Also 10% Niacinamide stecken da drin, außerdem ist Vitamin B5 enthalten, damit wird geworben. Das ist Panthenol, auch Vitamin C ist enthalten. Allerdings hat Beauty Mates mit dem Pore Minimizer und auch mit dem Anti-Pickel-Booster ein Niacinamide-Serien
Serum im Sortiment, was so viel besser noch konzentriert ist und dabei noch deutlich günstiger. Also ihr fragt mich so oft nach einem Vitamin C Serum, was ich euch empfehlen kann. Wie gesagt, das von Beauty Mates, egal ob jetzt Porenminimierer oder Anti-Pickel Booster, ist genial. Da stecken in beiden Produkten 12% Vitamin C und 15% Niacinamide drin. Wie gesagt, auch in dem Paula's Choice Serum soll Vitamin C drin sein. Hier wird allerdings keine Konzentration angegeben. Demnach ist die Vitamin C-Konzentration vermutlich auch einfach nicht so hoch. 10% Niacinamide sind auf jeden Fall auch gut, ist auch hochkonzentriert. Aber auch die Hilfsstoffe und zusätzlichen Feuchtigkeitsbinder, die hier verwendet werden, lassen sich zum Teil in diesen Beauty-Mate-Serien auch finden. Und wie gesagt, dafür ist das Serum von Paula's Choice einfach viel, viel teurer. Es ist auch nicht so, dass in einem Produkt mehr Milliliter enthalten sind oder so. Nein, es stecken bei beiden 20 Milliliter drin. Beide kommen in einem Glasflakon. Also ich würde sagen, die Aufmachung ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Nur hier finde ich die Formulierung einfach nochmal deutlich besser und deutlich günstiger. Der Porenminimierer kommt wie das Paula's Choice Serum auch ohne Zink aus. Also das ist nochmal ein Produkt, was eben zusätzlich gegen Unreinheiten helfen kann. Aber worauf ein Produkt, ein Inhaltsstoff, aber worauf auch einige reagieren, ist aber wie gesagt im Anti-Pickel Booster enthalten. Der enthält auch noch so ein paar mehr Zusatzstoffe, ähnlich wie das Paula's Choice Niacinamide Serum. Der Porenminimierer von Beauty Mates ist so auf das Wichtigste tatsächlich reduziert. Also da ist nicht viel drumherum. Alle Produkte, also auch das von Paula's Choice, sind parfümfrei. Und wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass der Anti-Pickel-Booster schon seit Ewigkeiten ein Favorit von mir ist. Ich habe schon so viele Flaschen mittlerweile davon aufgebraucht. Der Porenminimierer ist aber auch echt genauso gut. Also auch den kann man gerade nutzen, wenn man Zink nicht so gut verträgt. Hier habt ihr einfach euer Niacinamide und Vitamin C Serum in einem. Kann man auch direkt im Set kaufen, sodass man, wenn man ein Produkt aufgebraucht hat, das andere dann benutzen kann. Ist nochmal ein bisschen günstiger, aber ihr habt auch immer noch meinen Rabattcode, den ihr da anwenden könnt. Damit gibt es immer noch 30%. Vielleicht auch noch ein schönes Geschenk für die Weihnachtszeit jetzt. Dann habe ich hier zwei Haaröle. Einmal das sehr gehypte von Olaplex, die Nummer 7. Und dann das hier von Balea. Das ist neu rausgekommen. Das ist das Glossy and Long Haaröl. Ich hatte euch ja gesagt, dass Haaröle in der Regel immer sehr ähnlich aufgebaut sind und meistens auf Silikon und Ölen eben basieren. Es ist auch bei beiden so gegeben. Ich habe allerdings auch selber schon festgestellt, dass das von Balea doch nochmal deutlich schwerer ist. Dabei allerdings die Haare trotzdem nicht zu sehr beschwert. Also es ist ein sehr reichhaltiges Öl, was es schafft, nicht zu schwer in den Haaren zu sein und die Haare dabei luftig locker wirken zu lassen. Das von Olaplex ist schon nochmal deutlich leichter. Und deshalb wollte ich euch sagen, wenn ihr Olaplex vielleicht ein bisschen zu wenig reichhaltig findet, dann könnt ihr echt das von Balea richtig gut nutzen. Also das von Olaplex ist vielleicht für die Haartypen geeignet, die so ein bisschen feinere Haare haben, auch ein bisschen lockigere Haare. Das von Balea ist für diejenigen, die sehr trockene Haare, aber auch etwas dickere Haare haben, weil das von Olaplex, wie gesagt, einfach eine leichtere Textur hat und das von Balea eine etwas schwerere. Und ich zeige euch die beiden Produkte besonders deswegen, weil ich beide richtig gut finde. Also, wie gesagt, es kommt sehr auf euren Haartypen an und beide können es schaffen, einen sehr, sehr schönen Effekt zu erzielen. Ich finde, das von Olaplex, dadurch, dass das ein bisschen leichter ist, wirkt bei mir ein bisschen besser in trockenen Haaren, dadurch, dass es dann eben nicht zu sehr beschwert. Wenn ich das aber in nasse Haare gebe, ist das von Balea deutlich schöner, dadurch, dass das ein bisschen stärker dann auch einzieht in die Haare. Und das war ja auch mein kleiner Tipp so an euch, Haaröl nach dem Haarewaschen anzuwenden und dann mit Hitzeschutz drüber zu gehen, weil ich finde, damit habt ihr einfach ein ganz tolles Ergebnis. Übrigens, Leute, noch als kleiner Einschub, dadurch, dass wir ja gerade beim Thema Haare sind und es um Alternativen geht, es gibt ja eine richtig tolle Alternative zum Supersonic von Leifen. Das ist allerdings eine 1:1 Alternative. Da gibt es bloß aktuell wieder Angebote. Deshalb dachte ich, weise ich euch gleich nochmal darauf hin. Ihr findet den Link dazu nochmal in der Infobox. Da könnt ihr wirklich enorm viel sparen. Gilt auf alle Modelle. Auch im Bereich Lippenprodukte habe ich sehr schöne Produkte für euch oder eine schöne Alternative für euch. Wenn ihr den Lip Glow Balsam hier von Dior vielleicht ein bisschen zu pink findet, von Catrice gibt es ein ähnliches Produkt. Das ist auch so ein Glow Balsam, der sich der Lippenfarbe bzw. dem pH-Wert der Lippen so ein bisschen anpassen soll. Ihr seht allerdings schon in der Verpackung, dass das Produkt von Catrice eben deutlich rötlicher ist, das von Dior eben deutlich pinkiger. Das sieht man auch auf den Lippen. Gerade nach so einer gewissen Zeit färbt es die Lippen doch schon sehr rosa farben ein. Das von Catrice hat auch so einen leichten Rosé-Touch auf den Lippen, ist allerdings
ist ein bisschen rötlicher, wie gesagt, einfach und demnach für einige vielleicht etwas schöner von der Farbe her, weil ich weiß, dass nicht alle so ein Riesenfan von Pink und Rosa sind. Ansonsten muss ich sagen, riechen sie auch wieder beide wirklich gut. Das von Dior geht noch ein bisschen mehr in so eine süßlich-pudrig-vanillige Richtung. Der von Catrice ist sehr, sehr leicht, sehr, sehr dezent einfach vom Duft. Und beide haben zusätzlich eben noch diesen pflegenden Effekt, was ich bei beiden wirklich sehr zu schätzen weiß, weil es sehr angenehm auf den Lippen ist und auch so ein bisschen glowy glänzend wirkt. So, und dann habe ich hier noch zwei Bodycreams. Die kennt ihr vielleicht beide schon. Das sind zwei Hypes, würde ich sagen. Das ältere Produkt und das etwas gehyptere vielleicht noch ist von Mixa. Diese Bodycream mit Panthenol. Hier ist ein Komplex aus 12% Glycerin und Omega 6 und 9 drin. Und auch mit Panthenol wird geworben. Es wird damit geworben, dass das parfümfrei ist. Und ein sehr ähnliches Produkt hat ja Nivea rausgebracht. Da ist ein Komplex aus 10% Glycerin und Panthenol enthalten. Auch diese Version ist parfümfrei. Und ich hatte euch beide schon mal als Favorit empfohlen. Wollte sie euch jeweils allerdings als Alternative zeigen. Denn je nachdem, mit welchem Produkt ihr nicht klarkommt, ist das andere vielleicht eine Alternative dazu. Einige haben ja gedacht, dass das Dupes sind. Es sind allerdings, wie gesagt, keine Dupes, weil die Formulierung doch nochmal bei beiden eine andere ist. Was vielleicht kennzeichnend ist, ist, dass Mixa ohne Silikone auskommt. Nivea nutzt Silikone für diese okklusive Wirkung. Das heißt, ich finde zum Beispiel, gerade im Winter ist Nivea deutlich besser, weil es deutlich mehr schützt, die Haut vor dem Austrocknen bewahrt und dennoch sie mit Pflege versorgt durch das enthaltene Panthenol, durch das Glycerin. Beides ist auch, wie gesagt, zu einer recht hohen Konzentration enthalten. Mixa hat zum Beispiel auch nicht so richtig die Konzentration von Panthenol angegeben, ist aber, würde ich sagen, demnach ein bisschen leichter, weil es nicht die Silikone enthält und demnach aber auch weniger für Schutz sorgt. Kann man im Sommer dann wieder ein bisschen besser nutzen, beziehungsweise kommt es hier natürlich auch auf eine Präferenz an. Also wenn ihr so eine Haut habt, die normal beziehungsweise eher fettig ist, dann ist die von Mixa von der Textur her wahrscheinlich einfach ein bisschen leichter und deshalb wollte ich euch soweit einfach mal darüber informieren. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.